Mensch, bloß weg. So, Erna, komm rein. Guck du mal, wer da ist. Die Erna. Ja. Sag Erna. So, ihr könnt auch eurer Cousine gratulieren. Sie hat sich verlobt. Herzlichen Glückwunsch, Erna. Dankeschön, herzlichen Glückwunsch, Erna. Dankeschön, Peter. So, hast du also noch einen gekriegt, ja. Da ist ja kein Wunder, dass man so eine leidenschaftliche Weib bedingungslos verfallen muss. Peter. Mein Erwin sieht auch immer so zweideutige Sache. Dabei bin ich gar nicht so arschleidenschaftlich. Bloß mein Erwin ist halt ein ganz ruhiger. Wann mir eine Viertelstunde eingehängt spazieren gehen, schläft dem schon der Arm ein. Aha, so. Erwin heißt er. Na komm, Erna, dann setz dich mal einen Moment. Dankeschön, danke, Marie. Guckt mal, was euch die Erna mitgebracht hat anstelle von der Verlobungsfeier. Streuselkuchen. So. Ah ja, mein Erwin sagt, große Verlobungsfeiern, wo sich anderen Leute auf einem sei Koste der Ranse vollfresse. Dafür sollte man lieber Mebel anschaffen. Er ist Iwe sehr wirtschaftlich, der Erwin, gell? Also, da habt ihr, statt zu feiern, habt ihr dann vor eure Möbel gesessen und habt sie betrachtet. Ja? Och, gefeiert haben wir auch. Nur im kleinen Kreis. Mein Erwin war ganz schön blau und hat sogar meine Mama geküsst. So blau war er? Ja, da ist er direkt immer aus sich rausgegangen. Aber er ist halt lieber blau im kleinen Kreis und nicht, wann so viel Verwandtschaft dabei ist, sechte. Dann sind die am Ende auch blau und das ist ihm dann wieder zu blau, nicht? Er ist ihre Eiche. Aber sehr gut ist er, mein Erwin, und sehr wirtschaftlich. So. Aber dann hat meine Mama gesagt, wenn man das Hesselbach schon in eingeladen habe, da sollte man wenigstens einen Kuchen schicken, damit die nicht denken, man täte sie schneiden. Und dann schicke die einem am Ende erst ein Verlobungsgeschenk und man hat sie nicht immer eingeladen. Aber mein Erwin wollte ja im kleinen Kreis feiern, weil das ihre wirtschaftliche ist, gell? Und die Mama hat das auch nicht abschlagen wollen und es mich ja auch nicht so viel Arbeit. Weil mein Erwin hat ja auch nicht Unrecht damit, das kann man ja nicht sagen, weil vom wirtschaftlichen Stand... Ja, also, meine liebe Erna, entschuldige, wenn ich mal unterbreche. Hey Karl, was bist du dann so unhöflich? Wieso dann unhöflich? Im Gegenteil. Meine liebe Erna, die Nachricht von deiner Verlobung und die Freude darüber... Dass wir nicht dran teilnehmen mussten. Dass du einen so wirtschaftlichen Bräutigam bekommen hast, erfüllt uns mit Freude, die Freude. Und so möchte ich dir im Namen unserer ganzen Familie unseren herzlichsten Glückwunsch aussprechen. Vielen Dank, auch Onkel Karl. Ja, also das kann man wirklich sagen. Mein Erwin ist tatsächlich... Ja, genau. Und die Tatsache, dass ihr im kleinen Kreis nur gefeiert habt und aber dennoch unserer durch die Versendung dieses schönen Stückchens Kuchen gedacht habe, wenn es auch ein bisschen trocken geworden ist. Jedenfalls veranlasst mich, dir spontan sozusagen als Ausdruck unserer verwandtschaftlichen Gefühle dir ein Verlobungsgeschenk zu überreichen, wie es einem nicht alle da vor Schmal kommt, möchte ich mal sagen. Ein Kunstwerk, das bedeutendste Werk eines der bekanntesten bildhauerischen Künstler, nicht wahr? Diese Bronzeplastik, rührender Hirsch von keinem Geringeren als Oskar Däubel. Wald, Baba. Wieso Wald? Oswald, Däubel. Ach so, Wald. Also, ob Kau oder Wald, jedenfalls. Ein Wald, ein Hirsch im Wald, nicht wahr? Ein rührender Hirsch, wo der Künstler diesen Wald, also diesen Waldhirsch, so recht volksverbunden und lebensnah. Und auch für Jugendliche zugelassen. Eben also gewissermaßen gestaltet hat. Möge dieses schöne, bedeutungsvolle Werk, das ein berühmter Sammler alter Bronzekunst uns zur Hochzeit geschenkt hat und von dem sich unsere liebe Mama sehr schweren Herzens, aber doch recht gern trennt, möge es euch auf eurem ferneren Lebensweg im Trautenheim ein rechter, echter Begleiter sein in Regen und Sonne, in Freud und Leid, in Schutz und Trutz, in also jedenfalls da hast. Bravo! Bravo! Aber das kann ich doch gar nicht annehmen, Onkel Karl, dass ihr euch da davon trennt, so Wertstück. Und das ist doch auch viel zu viel. Hätte doch vollständig gelangt, wenn er mir etwas für meine Wirtschaft gewählt. Mein Erwin denkt ja auch mehr ans Wirtschaftliche, nicht? Ja, meine liebe Erna, deine Bescheidenheit in allen Ehren. Aber wer könnte einer so schönen Gelegenheit widerstehen, dir zu deiner Verlobung ein so schönes Geschenk zu überreichen? Ein Geschenk,
wie man es selten findet, ein Geschenk dir anzutragen, also mit einem Wort zu schenken etwa. Sag mal, bist du eigentlich mit dem Auto da? Ja, mit unserem Lieferware. Ah, das ist sehr gut, das ist sehr gut. Peter, dann kannst du jetzt gleich mal deiner Cousine diesen Hirsch an die Lieferware bringen, etwa. Heidi, du gibst deiner Cousine das Geleit, etwa. Liebe Erna, hätte ich gerne noch ein bisschen bei uns gehabt, etwa. Aber wie so ist, etwa. Du hast keine Zeit, mir habe keine Zeit, du musst weiter und wir müssen ja auch weiter. Also nochmals herzlichen Glückwunsch. Ja, wiedersehen. Also, wiedersehen, Erna. Wiedersehen. Ahre Blick. Wiedersehen, Tante Marieche. Wiedersehen, Erna. Das haben wir aber elegant hingekriegt. Karl, wie hast du nur sowas machen können? Die Erna, die war mir nicht sympathisch. Ihr ganz Sippschaft, die war mir nicht sympathisch. Und ihr Erwin, das weiß ich jetzt schon, der wird mir auch nie sympathisch sein. Und der Hirsch ist mir auch nicht sympathisch. Und durch meinen genialen Schachzug ist es mir gelungen, alle, die mir nicht sympathisch sind, harmonisch miteinander zu vereinigen. Das ist das erste Mal, dass ich was Angenehmes mit deiner Verwandtschaft erlebe, Mama. Für den Streuselgure, da hätte man deren noch Gott weiß, was ihr Geschenke geben müsse. Und so haben sie was, was ich aufs Buffet stellen könnte. Und wir sind diesen Hirsch auf elegante Weise los. Und ich werde dir das nie verzeihen. Was? Mama, na komm, du wirst doch nicht heulen wie dem Hirsch, der hat doch gar keinen Wert, wissen wir doch nicht, wa? Komm, Mama. Ach, du liebes Bisschen, jetzt haben wir standen, rührende Hirsch, haben wir eine rührende Frau. Na komm mal, Mama, hier, du hast doch gesehen, dieser Hirsch, das ist eine Art Unruhestifter. Ist ja gar nicht wahr, doch, das ist wahr, doch, das ist wahr, solche Objekte gibt's, nicht wahr? Die muss man sich vom Hals schaffen, nicht wahr? Na, wenn du es gar nicht mehr aushalten kannst, dann gehst du halt mal bei die Erna und besuchst deinen Hirsch, nicht wahr? Oh, komm, jetzt sag doch mal selbst. Ich sag gar nichts mehr. Mindestens 14 Tage schwätze ich kein Wort mehr mit dir. Oh, komm, 14 Tage kein Wort mehr schwätze, Mamachen. Das sind doch leere Versprechungen. Du hältst ja keine 14 Minuten aus, nicht wahr? Ach, Mamachen, was glaubst du, wie wurscht dir in 14 Tagen dieser Hirsch sein wird?